So, liebe Leute, heute noch mal ein bisschen spät. Morgen mache ich das Video von dem Möbelgeschäft. Eigentlich wollten wir in mehrere, waren leider nur in einem. Weil da waren wir mehrere Stunden drin, weil dann hat uns das Rückteil vom Bett nicht gefallen, anderes, dann die Matratzen und dies. So, jetzt haben wir erstmal alles zusammengestellt, aber wir gehen morgen, fahren wir nochmal raus in andere Möbelgeschäfte. So, danach waren wir natürlich voll hungrig, weil Shoppen macht ja hungrig. Sind dann essen gegangen und dann von dort aus habe ich gesehen, boah, da ist ja die Metro. Da möchte ich jetzt mal gucken, weil ich ein paar Abonnenten, wie versprochen habe, ich gehe mal gucken wegen veganen Sachen und letztes Mal habe ich die da ja gesehen. Gibt es auch in Mikros. So, auf jeden Fall waren wir letztes Mal in dem Hasbro, weil wir gehen nicht so gerne Mikros oder BIM, weil die Einheimischen uns gesagt haben, die gehen dort, weil Bulgur und Nudeln dort einfach bessere Qualität haben. So, und dann schaue ich da ja in diesen Hasbro-Geschäft und sehe einen Maulwurfkuchen, ja. Steht auch hinten in Beschreibung, also Sahne. Den macht man ja mit Sahne. Und Tarik liebt Maulwurfkuchen. Da habe ich mir gedacht, die haben doch schon mehrere hier gesagt, die finden keine Sahne. Ich sage, warum gibt es dann hier so einen Kuchen mit Sahne? Voll unlogisch. Naja, auf jeden Fall, heute habe ich dann gesagt, in diesem, boah, minus 19 Grad, sage ich euch, ja, ich bin da mit rein. Da war die Nala, habt ihr die, da ist die Nala. Jetzt muss ich aber mal Schluss machen. So, ich bin wieder da. Sorry, die wollte ich draußen wollte. Ich habe diese eine Gardine zugemacht. So, auf jeden Fall bin ich da in diesen eiskalten Ding rein, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht angehen. Ich habe auch schon im Mikros Sahnesteif gesehen, ja. Im Schock glaube ich auch schon. Ich sage, warum hat man hier Sahnesteif, wenn es keine Sahne gibt? Das kann nicht angehen. So, jetzt sind wir da reingegangen. Liebe Leute, ratet, was ich gefunden habe. Sahne. Massenhaft Sahne. Sprühsahne, Schlagsahne. Ist ja auch egal. Wir haben auch Mozzarella-Bällchen gefunden. Tarik hat sich gefreut wie Harry. Im Anschluss hänge ich das dran, was ich da aufgenommen habe von den veganen Mehl und Spirulina und Milch, Pflanzenmilch, weil ich habe ja schon im Mikros mir auch Sojamilch gekauft, die aber sehr teuer ist, 4,80 Euro, ja, umgerechnet 4,80 Euro. Dort kostet die jetzt die Hälfte. Okay, im Mikros mit so und mit der Mikros-Card kann man die manchmal auch billiger kriegen, ja. Aber du, dann fahre ich immer dahin. Und mein Bohnenkaffee, der ist nämlich dort auch besonders günstig, der Metro. So, das war's erstmal. Ich wollte euch das nur eben schnell mitteilen, weil jetzt gehen wir nämlich gleich raus spazieren. Die Sonne geht nämlich unter und ich liebe es, dabei am Strand spazieren zu gehen. Ach, Liebe, wer immer das war, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Wenn du mich kritisierst und mich eine verzogene Göhrin nennst, erstens kennst du meinen Kanal nicht. Zweitens habe ich bestimmt in meinem Leben mehr gearbeitet wie du. Und drittens, dann lösch doch deinen Kommentar nicht, weil ich dir eine saftige Antwort gegeben habe. Dann lass es einfach. Denn sowas ist verwöhnt und respektlos. Wenn man austeilt, wurde mir beigebracht, dann muss man auch ziemlich gut einstecken können. Und ich glaube, das kannst du irgendwie nicht. Ja, schau meinen Kanal an, schau alle Videos an und beurteile nicht einen Mensch, irgendwie fragt der Henker, was bei dir im Kopf abgeht. Wirklich, ich musste da ja wieder lachen, weil ich wollte das abfotografieren und meiner Tochter zeigen über WhatsApp, weil ich fand das wieder so lustig. Leute, ihr könnt mich damit nicht ärgern. Ich weiß gar nicht, was ihr damit versucht. Also, nochmal, ich weiß leider nicht, wie du heißt, aber dann löscht die Kommentare doch einfach gar nicht, ja? Okay, jetzt schönen Abend. Ciao, ciao. Noch, das hatte ich vergessen, Leute, jetzt habe ich schon alles wieder abgebaut und habe es nochmal zusammen. Da hat die mir geschrieben, so kriege ich höchstens 5.000, maximal 10.000 Abonnenten, falls du das jetzt siehst, ja. Das möchte ich gar nicht. Ich mache nicht YouTube, um Geld zu verdienen. Ich mache YouTube, weil es mir Spaß macht und nicht wegen Geld. Das habe ich gar nicht nötig, nur mal so zu erwähnen. So, jetzt aber, bis denn. Ciao, ciao. So, hier gibt es auch, boah, Gerstengras und alles.
um glutenfreie Sachen. Chlorella haben die hier. Ja. So, jetzt habe ich für euch aufgenommen. Jetzt gucke ich für mich. Leute, Whipping Cream, das ist Schlagsahne. Also wenn ihr Schlagsahne sucht, geht bitte in die Metro. Die haben alles da, auch Sprühschlagsahne. Leute, geht nicht irgendwie in die anderen Geschäfte. Wenn ihr eure Pflanzenmilch haben wollt, kommt in die Metro und kauft das hier. Also ist um die Hälfte günstiger. Hier sind Share-Produkte.